Ja, Panikattacken sind sehr gut therapierbar, psychotherapeutisch. Da geht es eben darum, zu schauen, was findet dort eigentlich statt, welche Mechanismen spielen eine Rolle. Also sei es Gedanken und körperliche Mechanismen und Verhaltensweisen, wo dann eben die Panik führen. Und dass man ja, die auseinander nimmt und andere Bewertungen erlernt von diesen körperlichen Reaktionen, eben indem man lernt, das sind Symptome von der Angst und nicht wirklich reale körperliche Symptome, die gefährlich sind. Und ja, vielleicht auch die Sicht, dass Angst in dem Sinne nicht gefährlich ist. Also man, ja, eine Angst, ich kenne jemanden, der bis jetzt an Angst gestorben ist, zum Beispiel. Also dass man dort eine andere Bewertung von dem erlernt und sich dann wieder in eine Situation stellt, die Situationen, wo man vielleicht gemieden hat, aus Angst wieder in eine Panikattacke zu kommen. Die Angst vor der Angst ist schon etwas, wo oft bei Panikattacken eine Rolle spielt. Die Angst, man könnte den und den wieder eine Panikattacke haben und dann probiert, die Situationen zu meiden.